So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich weiß, wir haben jetzt Viertel nach ein. Eigentlich wollte ich ins Bett gehen. Daraus wurde dann doch wieder nichts. Hab wieder einen Livestream geguckt, habe ich gedacht, komm, bleib bis zum Shop auch. Hier bin ich. So, erstmal haben wir schon wieder zwei neue Mitglieder. Grüße gehen definitiv raus an Asunai 98 und Aptiplate. Erstmal willkommen in der Familie. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Warum bin ich hier in dem Spinnen drin? Ganz einfach, der Stream war schon zu Ende und Raptor hat uns den kleinen Emote noch geschenkt. Raptor, natürlich auch Grüße an dich. Nur als kleine Info, ich habe es dann noch gelesen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich es gesehen habe, aber auf jeden Fall auch vielen Dank für dein Emote. Und wie immer, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support von euch. Ihr seid echt teilweise krank. Bin nur ein kleiner YouTuber, aber was ihr generell schon auch finanziell gesehen raushaut, vielen, 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 vielen Dank dafür. Auch an Alpha Fox, auch wenn du von mir leider keinen Skin kriegst, auch danke für deine 2,29 €. Also, dann gehen wir auch mal direkt rüber in den Shop, weil ich habe schon gesehen, ich glaube, wenn heute einer groß einkaufen will, holt euer Portemonnaie mit. Achtung, los geht's. Oh, wir sehen noch nichts. Denn wir gehen ganz schnell durch. Ah. Oh. Oh. Der Skin wird teuer. Und ich feiere den Skin so. Ist irgendwie so der beste Engelskin, den wir haben. Jetzt weiß ich schon, kriege ich den einmal gedreht ohne Flügel? Aber natürlich. Ich finde den schon nice. Vor allem halt die Flügel. Die Flügel haben halt wirklich was. Die sind nicht übertrieben oder so, sondern die passen einfach perfekt. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Mal gucken, was wir noch so Schönes haben. Natürlich die wunderschöne Engelstarnung. Lol. Nein, ganz entspannt. Bin noch irgendwie voll im Streamer-Modus. Aber die Tarnung ist halt echt nice. Also, die kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn ich sie nicht selber habe. Aber die sieht schon edel aus. Also, wäre so in dem, ja, so, so fast wie so Diamanten-Look, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ich finde es halt ja, nicht nice. Hi. Ja. So, dann haben wir die Tugend. Und ja, ich habe jetzt gemerkt, bei den Shop-Videos muss man wieder ein bisschen mehr Ton eindrehen. Liegt an Rette die Welt. Denn daher kommen auch jetzt die 3100 V-Bucks. So, dann haben wir hier, klar, wenn wir einen Engel haben, brauchen wir auch einen Teufel, nämlich Melkor. Und ihr seht schon, auch da die Rückenaccessoires sind derzeit echt krass. Ich feiere derzeit echt die Rückenaccessoires mehr als die Skins. Aber auch der natürlich 1A ist halt, ja, was soll ich dazu sagen? Ich sage, ich habe eine dunkle Seite an mir, gut und böse in einen Körper gefangen. So, dann auch noch böser Blick. Schön an Herr der Ringe angelehnt. Der Ton ist natürlich auch nice. So, und ihr wisst ja, wenn ihr irgendwas kauft, gerne auch mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Guckt nach, ob er noch drin ist, weil es werden langsam weniger Unterstützer. Aber ihr könnt das Ganze wieder ändern. Einfach YT-FamilyHack und dann passt das Ganze wieder. So, was haben wir sonst noch drin? Das Bäumchen. Den Skin komme ich einfach nicht klar. Ich finde ihn einfach irgendwie komisch. Jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie in der Lobby neben mir sehe, komisch. Einfach seltsam. Aber muss halt jeder selber wissen, dann noch hier. Die Doppelpickaxe dazu. Schön mit dem tropfenden Honig. Boah, aber da muss halt jeder. Das sage ich halt wieder, ist für die etwas jüngeren Spieler gedacht. So, dann gehen wir hier rein. Ja, da ist sie wieder. Also jeder, der eine geile Tarnung haben will, auch wenn sie hier nicht so aussieht, aber im Spiel ist sie nice. Ich kann euch wirklich sagen, nach der Tarnung haben mich so viele Leute gefragt, welche Tarnung ist das? Hier ist sie wieder. Die Neongift. Hier fällt die gar nicht so auf. Aber wenn du die Waffe in der Hand hast, ist es viel heller als jetzt hier dargestellt. Also wie gesagt, ich habe die Tarnung ja auch da nochmal danke. Wurde mir ja wieder zugeschickt. Die ist wirklich nice. So, dazu die Korbra. Nicht Kobra, sondern Korbra. Auch nicer Skin. Ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sage ganz einfach, von hinten sieht er echt nice aus. Ist halt wieder so ein Ninja-Verschnitt. Aber ich feiere sowas. Ich sage ja, dunkle Seite. So, dann die Knochenfänge.
ah, nichts Besonderes. Dann natürlich Neongift, haben wir ja gerade gehabt. Dann der Federverteidiger. Ich sage jetzt eins: Bitte schenkt mir keiner diesen Skin. Ich werde ihn nicht spielen. Wie kann man so einen Skin spielen? Nein. Nee. Ich glaube, ich habe den Skin mal gesehen. Aber ich habe ihn nicht mehr als so hässlich in Erinnerung. Gott. Nee, das geht gar nicht. Dann haben wir den Spray-Ranger. Nicer 800 V-Bucks Skin, natürlich wieder zu empfehlen. Weil 800 V-Bucks ist nicht viel. Und der Skin ist echt nicht. Der ist nicht verkehrt, absolut nicht. Zwar von hinten irgendwie ein bisschen schwer muskulös, aber geht eigentlich noch. So, dann voll ablachen. Das härteste Emote, was es gibt. Wer muss da auch grinsen? Wenigstens grinsen. Guck den einfach mal noch länger. Noch länger. Es wird schlimmer. Und spätestens jetzt habt ihr gegrinst. So, dann Tram. Oh Gott, wieder ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Wir hören einfach zu. Lol, den kenn ich gar nicht. Lol, was ist das denn? Junge, Junge. Psychopathentanz. Junge, erst das hier. Und das ist das hier. Träumig? Geisteskrank. Dann haben wir Breakdance. Den kenne ich aber noch. Und piu. So, und dann haben wir eine neue Tarnung. Boah. Da weiß ich gerade nicht. Ja oder nein? Puh, das ist schwierig. Da wäre ich auch wieder lieber so, dass ich sie mal im Spiel in der Hand habe. Die Tarnungen sind Mischgefühle. Irgendwie nice, irgendwie ne. Irgendwie. Puh, ah, die doch, die ist Metallic noch. Boah, ganz schwierig. Das ist schwierig. Die, ne. Ja. Irgendwie gut, irgendwie ne. Ist halt wie mit manchen Skins. Da weiß man auch nicht genau, ob ja oder nein. So, aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Shop-Video. Die alten Hasen unter euch wissen ja, wir gehen auch schnell rüber in. Ja, rette die Welt. Und denkt dran, wenn ihr irgendwas kauft, gerne mit meinem Creator-Code, vergesst es bitte nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, alle, die jetzt hier beim Shop dabei sein wollen, haut rein, der Rest geht gerade mit rüber zu Rette die Welt. Mal gucken, ob wir heute noch was bekommen. Und dann geht's rüber. So, ich bin mal wieder überhaupt nicht vorbereitet, überhaupt nicht nachgeguckt, ob es V-Bucks-Missionen gibt. Weil derzeit irgendwie gibt es nämlich irgendwie so gut wie gar keine mehr. Und auch heute nicht. Das ist so ein Witz langsam. Warum gibt es denn keine V-Bucks-Missionen mehr? Außer die Tagesmission. Meinen die, das reicht uns oder wie? Wir brauchen V-Bucks. Wer weiß, wie der Battle Pass wird. Mann, Mann, Mann. Ja, der ist immer noch drin. Neuer Auftrag, Spuk der Saison. So. Oh, morgen gibt es wieder 300 V-Bucks. Schmeckt. Schmeckeli, schmeckt. Ah, Auge des Sturms, gut ist. So, was sagt der Shop uns? Uninteressant. Einfach uninteressant. Oh Gott, wer. Also, wer das Lama kauft, der ist dann komplett lost. Gott, wer will denn so ein Lama haben? Ja, Upgrade Lama ist auch nicht das Beste. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Shop-Video. In dem Sinne würde ich sagen, denkt dran, wenn ihr was kauft, gerne Creator-Code benutzen. Ich sage es immer wieder, weil es wird dann doch immer wieder vergessen. Haben wir ja heute im Livestream gesehen. Also in dem Sinne, übertreibt es nicht so viel mit Geld ausgeben. Ihr wisst ja,
Es ist alles nur ein Spiel. So, mal gucken, gerade ob wir hier was drin haben. Natürlich auch nichts. Ah, einen haben wir bekommen, einen Überlebenden. Vielleicht können wir ihn sogar gebrauchen. Warte, warte. Den können wir, glaube ich, sogar wirklich gebrauchen. Warte. Das Symbol kenne ich doch. Nee, doch nicht. Hier hinten fehlt mir nämlich einer. Mir fehlt ein einziger Überleben. Oder? Ändern. Lol, ich wusste es doch. Zack, haben wir das nämlich auch fertig. Das war jetzt kein irgendwie Clickbait oder was weiß ich. Das war so gewollt. Jetzt habe ich nämlich alle passend. Lol, direkt ist mein Level runter. Man kennt es. Aber ihr seht, wir haben jetzt ein bisschen Rette die Welt auch geändert. Also wir sind auf einem guten Wege. In dem Sinne würde ich sagen, jetzt wirklich haut rein. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Viel Spaß auf der Arbeit, viel Spaß in der Schule. Oder jetzt gleich gute Nacht. Ja, ich bin immer noch wach. Sorry. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und euch einen schönen Tag und vielleicht bis heute Abend nachher. Wie auch immer. Und haut jetzt wirklich rein. Ciao.